Im Leben ist eins klar, man lernt nie aus. Heute haben wir dazugelernt und wie wir an diesen schönen Ort hier gekommen sind mit diesem traumhaften Meer, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb den Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Da sind sie wieder, die zwei von Ille und Mops, beziehungsweise die drei, oder Mops liegt hinten im Bett, immer noch krank. Nicht so gut, aber gerade eben war sie in Höchstform hier. Sie war hier am Schaufeln, am Machen und hier ist ja auch nochmal Dreck. Ja, Leute, schaut euch den Untergrund an. Hier kommt schnell Dreck ins Fahrzeug, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt so die Nacht, habe ich mir mal alles so durch den Kopf gehen lassen und denke eigentlich, für Fiat ist das doch schon ein Armutszeugnis. Also nicht mal zu sagen irgendwie, komm, kommst du morgen früh mal irgendwie rein, wir machen da irgendwie 10 Minuten, nehmen wir uns Zeit, wir lesen mal einfach nur den Fehler aus. Es kann ja einfach nur eine Fehlermeldung auch sein, dass mit dem Lenkrad, wenn es da ein bisschen quietscht, ich weiß jetzt nicht, das ist für mich auch nicht normal, das ist mir jetzt neu aufgefallen. Vielleicht stimmt da irgendwas nicht, vielleicht denkt er deswegen, oh, gebe ich euch dann lieber den Termin und wir machen es dann fertig. Aber ich kenne es halt auch irgendwie von der Arbeit, ne? Wenn ich dann was hatte, habe ich die Jungs aus der Werkstatt angerufen und habe gesagt, wie sieht es denn aus? Können wir wenigstens noch mal den Fehler, oder wir hatten ja halt beim BMW, dann war mal irgendwie was, keine Ahnung was. Auf jeden Fall war man immer sofort da. Ich bin wahrscheinlich auch verwöhnt, aber ich denke mal, auch wenn man nach BMW oder sowas fahren würde, jetzt, wir hatten halt einen BMW, dann sagen die auch, komm, ist zwar jetzt echt schlecht oder sowas, aber wir lesen wenigstens die Karre einmal aus. Und das gibt mir jetzt gerade eben ein bisschen zu denken. Vielleicht ist es aber auch schwer einfach, wenn man ja nicht so gut Englisch kann, dass man wenigstens sagen könnte, hier, schließ doch mal an oder sowas. Wir fahren ja heute nach Elche und das ist halt der nächste Fiat-Vertragshändler jetzt hier. Ich hoffe, die haben auch eine Werkstatt, dass ich das dann irgendwie hinkriege, dass die wenigstens mal das Ding einmal anschließen und nur den Fehler auslesen. Einfach mir, um mir auch zu sagen, so pass auf, fahr ruhig noch, in 12 Tagen ist kein Problem, dann kriegen wir das hier alles fertig. Aber irgendwie macht man sich halt Sorgen. Und gerade wenn es dann das eigene Schätzchen ist und dann gerade hier mit so einem großen Wohnmobil, wo man ja auch zu Hause drin lebt. Sind jetzt gerade hier und Illo fragt, ob hier irgendwo ein Fiat-Händler ist, weil laut Internet, Fiat-Seite, müsste hier einer sein. Wir haben jetzt aber hier nichts gesehen. Hier ist Jaguar, hier ist VW, hier ist Land Rover und hast du nicht gesehen, aber Fiat war jetzt hier nicht. Und wir dachten, wir fragen jetzt einfach mal, weil Fragen kostet nichts. Kann ja auch sein, dass wir es einfach nicht gefunden haben, oder es kann auch sein, dass es das vielleicht nicht mehr gibt. Deswegen einfach mal Leute fragen. Kein Lehrgang auf den Lehrgang, aber das war auf jeden Fall eine Lehrfahrt und wir haben es jetzt gerade eben ein bisschen verstanden. Ich zeige euch mal hier von Fiat die Internetseite und wir haben dann einfach hier Spanien als Land ausgewählt, haben dann hier Alicante einfach mal eingegeben und dann Umkreis von 50 Kilometern. Ne? Und da waren wir ja direkt hier unten, auf den sind wir ja gestoßen, wo wir dann waren. Hier in der Nähe, da stehen wir am Strand im Prinzip und da wurden wir jetzt so ein bisschen vertröstet. Ja, dann haben wir uns ja gedacht, okay, wir fahren dann einfach hier nach Elche. Da sind ja 2 Punkte, alles super, aber es gibt ein Problem. Und das haben wir jetzt gerade eben erst herausgefunden, beziehungsweise Mops. Und dafür klicke ich jetzt mal hier unten, den klicke ich an. So, ich weiß jetzt nicht, wie Mops das gemacht hat. Händlerinformation muss man anklicken. Händlerinformation muss ich dann anklicken. Und da muss immer was ganz Bestimmtes stehen. Und dann scrollt man hier runter. Da sind verschiedene Zeichen und da ist wichtig, dass dieses Zeichen da ist. Genau, dieses Assistent, nee. Assistenta Camper. Und dann sind die auch dafür zuständig. Alle anderen hier im Umkreis haben das nicht. Also da hatten wir Glück, dass wir quasi ja, einfach dahin sind. Aber so habt ihr auf jeden Fall die Info und wisst, wonach ihr Ausschau halten müsst, dass ihr nicht so wie wir in der Gegend rumfahren. Das heißt jetzt für uns, wir werden einfach diesen Termin wahrnehmen, weil hier ist nichts im Umkreis und sollten uns glücklich schätzen, dass es dann vielleicht doch relativ zügig geht.
Genau, und das Fahrzeug fährt sich ganz normal. Hier ist alles in Ordnung. Also nicht irgendwie auch mal wegen der Spur. Ich glaube auch nicht, dass das die Spur ist. Das ist einfach irgendein elektronischer Sensor oder sowas. Jemand hat da auch in den Kommentaren geschrieben, der hatte das im Sommer. Da wurde das Ganze neu abgedatet, neu draufgespielt und dann war ja, wieder alles in Ordnung. Da muss ich aber reingrätschen, das wissen wir nicht. Und wir werden auch keine langen Fahrten oder sowas machen. Aber das war hier in der Nähe, weil wir wollten natürlich vielleicht, dass uns sofort geholfen wird. Ja. Aber wie gesagt, wir machen jetzt hier keine großen Fahrten und so. Wir machen jetzt hier ruhig und warten auf unseren Termin. Okay, wir waren jetzt einkaufen und da ist mir auch aufgefallen, Lidl hat hier Toiletten. Das kenne ich jetzt von daheim nicht. Und wir wollen jetzt nach Santa Pola runter. Wir müssen aber noch Gas auffüllen. Ja, uns nochmal Fähr- und Entsorgen am besten, dass nochmal alles voll ist, dass wir da. Da gibt es halt so eine Bucht im Prinzip, die geht einmal so um den Knick rum. Da sind sehr, sehr viele Freisteher und da wollen wir jetzt mal vorbeikommen. Zuschauer hatten uns auch geschrieben, die sind auch da, ob wir die jetzt sehen, weil Mops ist sehr krank. Ich muss Mops jetzt ein bisschen schonen, sage ich mal so. Und da, wo die ganz vielen Familien sind, da lohnt sich jetzt so krank auch nicht hin. Deswegen gucken wir uns da erstmal die Ecke an, dann können wir die später überfahren, weil ich wollte die halt gern sehen. So, der Illo ist gerade hier mit dem Mann draußen. Die füllen jetzt hier Gas auf. Das ist eine Stelle, wo man hier Gas befüllen kann. Das ist ganz super. Illo hat hier das Anschlussset liegen, wie ihr seht. Hier hat er denen das jetzt gegeben und der macht das. Und ja, wir sind mal froh, wenn das jemand macht und wenn man das halt nicht selber machen muss. Ne? Der Mann hat die jetzt richtig befüllt. Illo macht jetzt gerade da den Stutzen und sowas ab. Und ja, er sagte gerade, der Preis ist auch ziemlich gut. Den habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, obwohl Autogas 0,86. Ja, wir sind jetzt voll. Ich habe auch nur 17 Liter reinmachen lassen. Ich sehe jetzt gerade eben, das sind nur 72% voll. Also haben wir jetzt 8 Kilo drauf. Aber ich bin da immer, beim letzten Mal habe ich nämlich, da war die auch leer, habe 17 Liter reingemacht. Und da war das bei 93%. Deswegen, ich mache es dann immer so. 17 Liter ist so meine Obergrenze bei 22. Man muss das Ganze ja durch 2 quasi rechnen, wären diese 11 Kilo. Aber das ist mir dann zu nah dran. Und das Gute ist ja auch, wie Mob schon sagte, dass das dann jemand macht. Ne? Also selber machen, machen lassen, ist natürlich immer wieder so eine Sache. Aber wir haben jetzt 14,65 Euro für ja, 8 Kilo bezahlt und das ist total in Ordnung. Ne? So, ich bin jetzt mal hier bei Park for Night drin. Also hier oben ist Alicante, da ist Elche, da waren wir jetzt gerade. Und hier runter nach Santa Pola wollen wir ja runter. Und ihr seht ja jetzt hier, wo wir sind. Zack, denn hier gerade eben kam nämlich auch ein Schwede, der hat seine Gaspulle dann rausgeholt und dann könnt ihr einfach hier draufklicken, zack, dann seht ihr die Stelle und hier ist auch eine finnische, könnte man füllen, hier hat auch jemand geschrieben, hier deutsche Flasche und hier ist dann die Adresse, dann wisst ihr genau, wo ihr hin müsst. Doch hier mitten im Geschehen in Santa Pola, ja, das mit der Sonne auf der Haut, das ist schon echt wow, und wie alles hier so aussieht. Und ich bin jetzt gerade eben an der Tankstelle. Gestern konnte ich jetzt nicht so viel reinmachen. Ich habe jetzt mal den kompletten Wassertank aufgefüllt. Nochmal 2 Behälter komplett voll gemacht. Wir gehen ja jetzt ins Outdoor. Ab zur Küste. Und da wollen wir natürlich auch mal duschen und so weiter. Dann haben wir jetzt genug. Und das Ganze sieht dann immer so aus. Ne? Da kann man hier seinen Reifen auffüllen. Und daneben an kann man nochmal Wasser entnehmen und das ist auf jeden Fall super praktisch und ja, die Entsorgung waren wir gerade auf dem Stellplatz für ganz kleines Geld. Jetzt sind wir fresh und ready für den Strand. Ist der 1. Mai, wir drei sind jetzt bereit zu starten. Wir verlassen unsere Wohnung, unseren Heimathafen. Ach, ein schönes Häuschen, direkt hier am Meer. Mops sagt, hier stehen die Fischer. Ab hier können wir landen. Wo wir dann genau landen, das müssen wir uns echt natürlich mal angucken. Aber überall hier am Strand, da lungern sie rum, die wilden Camper. Ja, wir fahren jetzt erstmal hier rum und ich habe gerade noch zu Mops gesagt, boah, da oben die Häuser, ich muss mal den Finger wegnehmen, das sieht klasse aus. Und da vorne ist echt jemand am Paragliden da oben. Seht ihr ihn? Auch nicht schlecht, der gönnt sich hier eine richtig schöne Aussicht. Ja, und hier sind mehrere Buchten auf jeden Fall und da vorne wird es gleich ein bisschen voller. Wir gucken mal, vielleicht ist irgendwo eine Familie, können wir uns dazu stellen.
hier sind überall dicke Schlaglöcher. Ich habe gerade schon zu dir gesagt, können wir überhaupt durch, ohne hinten aufzusetzen. Aber der Inno, der ist ja immer ganz entspannt. Aber hier wirklich, da sind gerade Krater von Löchern gewesen. Hier seht ihr auch wieder was. Ich finde, das wirkt durch die Kamera nicht so. Aber hier kommt auch wieder was. Da sieht man deine Fußabdrücke an der Scheibe. Ich kriege hier gerade zu viel. Das kann wohl nicht sein. Wir stellen uns erstmal woanders hin am besten oder erstmal da oben. Ja, in den Schatten, da ist bestimmt morgen auch so. Also hier ist richtig was los. Ja. Lasst die Wellen ruhig kommen. Hört das Meeresrauschen. Da hinten der Berg, der stört ein bisschen, aber der Blick da hoch, der macht es dann wieder weg. Paragliding. Da oben wird richtig geflogen. Ich habe schon gesehen, die landen dann hier unten, direkt hier am Strand. Und werden dann wahrscheinlich wieder hochgefahren. Also sowas könnte man da mal hier mitnehmen vielleicht, wenn man jetzt Lust drauf hat. Aber das ist schon hier fast wie eine Stadt. Ihr seht auch, wie viele. Das geht dann hinten noch viel, viel weiter. Und da ist noch Riesenfläche. Also hier ist noch Anbaupotenzial. Ab ins Auto gesetzt und runterkommen. Zwischen Alicante und Santa Posa werdet ihr fündig. Und ja, wir leben uns jetzt erstmal ein. Es gibt jetzt Katzenfutter. Naja, habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Der Kloß ist natürlich noch ein bisschen im Hals, aber wir müssen es jetzt einfach hinnehmen, so wie es ist. Und ja, dann bleiben wir einfach hier, genießen hier die Zeit. Und morgen früh geht hier wieder die Sonne auf. Ich sag euch einen schönen Abend noch. Wir sehen uns, wenn es beim nächsten Mal heißt, Illo und Mops. Ciao.